Hallo und willkommen zum Update der 25. Woche. Ich sitze hier schön cozy vor meinem Kamin. Aus dem einfachen Grund, meine Butze ist richtig kalt. Ich habe hier drinne 18,2 Grad. Jetzt geht es, glaube ich, gerade langsam hoch. Ich habe den Kamin gerade erst angemacht. Aber meine Therme ist kaputt. Also, lasst uns doch mal über Obsoleszenz reden. Es gibt ja ganz viele Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass Glühbirnen, also gerade die Glühbirnenindustrie, eine eingebaute Obsoleszenz hat. Aber bei meiner Therme würde ich jetzt mal wirklich davon ausgehen, wenn ich einen Wartungsvertrag mit einer Firma hätte, ja, würde ich wirklich behaupten, jemand hat da einen Knopf gedrückt, lassen wir doch mal die Therme über die Weihnachtsfeiertage kaputt gehen. So ist es nämlich passiert und ich komme nachmittags nach Hause von meinen Eltern und höre die Therme immer zu. Klick, 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 so wie so ein Feuerzeugzünder, wie ihr das vom Gasherd auch kennt, ne? Und fast die Heizung an, Heizung war noch lauwarm. Komisch, aber keine Flamme in der Therme drin. Ja, blöd. Ich meinen privat-persönlichen Monteur angerufen, den liebsten Stefan, so habe ich ihn angerufen. So, Stefan, was soll ich machen? Ich glaube, der zündet und es kommt kein Gas. Ja, wie jetzt, kann nicht sein. Es wird keine Störung angezeigt, es ist nichts zu sehen. Die Shawnee-Taste funktioniert nicht. Ich habe alles durchprobiert, habe das Dial-Bedingt auseinandergebaut. Naja, jedenfalls hat sich Stefan dann tatsächlich dazu heruntergelassen und ist zu mir gekommen. Ich bin nämlich alleine. Das nächste Mark ist nicht da und die Kinder auch nicht. Ist hergekommen und hat Gott sei Dank gleich geguckt und hat festgestellt, was kaputt ist. Und ich konnte tatsächlich auf Amazon ein neues Teil bestellen. Der Gasfeuerautomat ist einfach kaputt. Und das Ding ist heute gekommen. Ich habe Stefan gerade schon Bescheid gesagt, der kommt bestimmt gleich vorbei und baut es ein. Dann habe ich endlich wieder warmes Wasser und funktionierende Heizung. Ich bin bloß froh, dass wir den Kamin haben, ja. Ja, hier sitze ich also nun zu Hause, schwanger, allein, all alone mit mir. Wo ist meine Familie? Am 25. sind sie losgefahren zu meiner Schwiegermutter. Der eigentliche Plan war nämlich, dass wir dieses Jahr Weihnachten bei meiner Schwiegermutter verbringen. Und ich habe jetzt relativ kurzfristig gesagt, nee, die Autofahrt dauert mindestens 6 Stunden, wenn wir durchfahren würden. Tendenziell müssen wir ständig Pause machen, also hätte es 8 Stunden gebraucht. Und ich schaffte es nicht, im Auto zu sitzen. 8 Stunden lang, weil ich ziemlich krass Restless-Leg-Syndrom kriege. Was ist Restless-Leg-Syndrom? Wenn ihr euch bei Wikipedia eine Beschreibung anguckt, ist es alles und auch nichts quasi. Also es ist Restless-Leg, ist also unruhige Beine, weil das Phänomen hauptsächlich halt in den Beinen, das gibt es auch manchmal in den Armen, tritt es halt auf. In einem Ruhezustand habt ihr das Bedürfnis, die Beine bewegen zu müssen, ja. Und es ist ein, für meine Symptome kann ich halt sagen, dass mir anfangen, die Beine zu kribbeln. Es fühlt sich an, als wenn sich die Muskeln anspannen wollen, spannen sich aber nicht an. Und dann muss man einfach mal ganz kurz, muss ich die Beine kurz ausschütteln. Ganz besonders schlimm kriege ich das halt auf langen Autofahrten oder wenn ich auf der Couch sitze abends und länger was nicht mache. Ja, was ich gerade bei Wikipedia noch gelesen habe, ist, dass es halt tatsächlich bei Langeweile und Ruhezuständen halt passiert. Und das trifft also dann absolut zu, wenn ich häkel oder stricke, passiert mir das eigentlich nicht. Und was ich dann mache ist, Beine schütteln, hilft meistens nur ganz kurz. Sobald ich wieder ruhig werde, kommt es wieder. Aber wenn ich dann einfach aufstehe und ins Bett gehe, dann ist auch okay, dann ist es nicht. Also Schlafstörungen habe ich davon nicht. Welche Ursachen gibt es jetzt dafür? Also ich habe das jetzt tatsächlich hauptsächlich in der Schwangerschaft. Ich habe das mal ganz, 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 ganz selten, wenn ich nicht schwanger bin. Und es heißt eigentlich, also es ist eine neurologische Krankheit. Und eigentlich geht es wohl irgendwie, hat man rausgefunden, dass Dopamin und Serotonin irgendwie nicht so richtig an den nicht richtig andocken oder die Ausschüttung nicht richtig funktioniert. Aber, und das war mir jetzt neu, dass es auch was mit Sauerstoffmangel zu tun hat.
in den Regionen, die halt betroffen sind. Und das könnte ich mir tatsächlich wirklich sehr gut vorstellen, dass es bei mir so der Fall ist, dass also durch Wasseranlagerungen in der Schwangerschaft einfach da irgendetwas unterversorgt wird durch Blut und Sauerstoff. Ja, ich hatte das ja, habe ich vor ein paar Wochen schon erzählt, dass ich das nachts immer hatte, dass mir die halben Hände eingeschlafen sind. Das ist ja auch im Prinzip das gleiche Symptom, dass wenn man liegt, dass sich hier hinten Wasser ansammelt im Rückenbereich und man dadurch dann ein bisschen die Nerven abgeklemmt werden. Und sobald man sich bewegt, ist das auch wieder sofort in Ordnung. Das habe ich ja Gott sei Dank nicht mehr, aber dafür Restless Leg, und das wollte ich einfach jetzt nicht mehr provozieren, sozusagen, durch eine lange Autofahrt. Ja, was gibt's noch? Obsoleszenz, Restless Leg und, oh, jetzt mein Rücken wird jetzt richtig schön warm langsam. Oh, toll. Außerdem, ich weiß nicht, ob man es hört, habe ich mal wieder Nasennebenhöhlenentzündung. Ich kriege ja keinen Schnupfen, noch nie, schon als Kind nicht. Ich habe ja immer gleich Nasennebenhöhlenentzündung, so dass es dann auch immer gleich runter in den Zahn zieht. Und rechts immer besonders doll. Ich weiß nicht warum. Müsste man sich vielleicht mal ganzheitlich untersuchen lassen. Aber Leute, ich habe noch keinen Arzt gefunden, der das kann. Informiert mich, wenn ihr in Berlin oder im Norden von Berlin jemanden kennt, der sich um sowas kümmert. Ich habe es noch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz macht meine Ärztin schon ziemlich viel mit Homöopathie. Weil, also normalerweise würde ich einfach Sinopret nehmen und vielleicht, wenn es wirklich richtig schlimm ist, eine Ibuprofen oder sowas, aber fällt aus. Wenn ich es jetzt tatsächlich mit der Ärztin besprochen hätte, glaube ich, hätte ich sogar Sinopret nehmen können. Aber so schlimm war es jetzt tatsächlich nicht, dass ich das Bedürfnis hatte, das zu nehmen. Ich habe jetzt Rotlicht gemacht. Was ich nehme, ist das hier. Das habe ich schon vor Jahren mal verschrieben bekommen. Das ist Kalium Bichromicum C12 Globulis. Die sind natürlich auf meinen Typ total abgestimmt. Ich habe dann mal geguckt, mal gegoogelt, für wen das zutrifft. Und ich musste so lachen, weil es so voll so für blonde, mütterliche, weiche Typen geeignet. Ich so dachte, oh shit, voll erwischt. Fand ich irgendwie nicht so nett und vorteilhaft. Also das ist ja, wie gesagt, ein homöopathisches Mittel, was keinen genauen Zweck hat, beziehungsweise was also nicht, dem darf ja keine Wirkung zugeschrieben werden. Also deswegen steht da natürlich jetzt nicht drauf bei Nasennebenhöhlenentzündung oder so. Aber ich habe noch diese hier, die habe ich auch schon mal außerhalb der Schwangerschaft verschrieben bekommen. Euphorbium Nasenspray ist das. Das hat tatsächlich, hier bin ich. Jetzt hat er mich wieder. Das ist tatsächlich so, da steht tatsächlich drauf, homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung der oberen Atemwege. Ist ja. Das hat tatsächlich sogar ein bisschen eine abschwellende Wirkung. Wenn ihr jetzt richtig eine stuffy nose habt, die also die ganze Zeit, wo die Schleimhäute die ganze Zeit dicht sind, dann wird es sicherlich nicht rausreißen, die Wirksamkeit. Aber für meine Zwecke reicht es und ich habe das Gefühl, ich kann die Nasennebenhöhlenentzündung auf jeden Fall so weit im Zaum halten, dass sie mich nicht komplett auslockt. Ich habe keine Kopfschmerzen oder sowas. Ja, das geht ab. Viel mehr geht eigentlich nicht ab. Jetzt hat natürlich die Familie sich dann ausgesucht, dass sie so lange wegbleiben, bis die Therme wieder repariert ist. Wie gesagt, Stefan kommt gleich. Und ich denke mal, heute Abend werden meine Liebsten dann auch wieder eintrudeln. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe besonders die kleinen Butzelis doch ganz schön vermisst. Aber es war auch mal schön. Es war auch mal schön ohne jetzt. Ich habe ganz viel. Ich habe geschafft, meine Handschuhe fertig zu stricken. Ich habe angefangen, einen Schal zu häkeln für meine Omi. Der muss noch fertig werden in den nächsten 2 Tagen. Also, da setze ich mich jetzt gleich wieder ran. Und dann stöber ich weiterhin durch, was bei Netflix so abgeht. Ich habe jetzt nämlich die ganze Staffel Dark habe ich durchgekloppt. Also wirklich, das war echt ein krasser Ritt. Aber es ist echt, meine Güte, ziemlich gut. Und ich freue mich auf die 2. Staffel.
die ich dann wahrscheinlich nicht mehr gucken kann, weil ich dann das Baby habe. Okay, dann würde mich interessieren, ob ihr so einen Blödsinn wie Restless Leg und hier hinten mit dem Wassereinlagerung und den halben Händen und so, ob ihr so einen Quatsch auch habt. Und was ihr macht bei Erkältung, wenn es denn soweit ist, Schwangerschaft und Erkältung, ganz beschissene Konstellation. Bitte unten kommentieren, bei Fragen ebenso, ich beantworte Fragen schnell. Und rundherum um mich könnt ihr abonnieren, letztes Video, nächstes Video und Schwangerschaftsupdates gucken. Adios, adios. Ich bleib jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Das ist wie, als wenn man sich sonnen würde am Strand. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen den Kamin zumachen. Feuer sieht zwar jetzt schön aus, aber war jetzt nur für euch. Ich mache es jetzt ein bisschen weiter runter.